Die Dokumentationsstelle, die ist gegründet worden, weil es in Österreich sehr wenig Möglichkeiten gibt, in den Originalsprachen die Literatur aus Mittel- und Osteuropa zu rezipieren. Für uns ist natürlich ganz wichtig, dass die Literatur nicht nur in der Übersetzung, sondern auch in der Originalsprache wahrgenommen wird. Und auch das ist eben eine wichtige Aufgabe, dass man die Sprachkenntnisse unterstützt. Wir haben hier in der Dokumentationsstelle eine Sammlung von über 30 Literaturzeitschriften aus den Ländern aus Mittel- und Osteuropa, die man in einem Leseraum, der vor den Büroräumen ist, lesen kann. Außerdem laden wir Autoren aus Mittel- und Osteuropa ein und hier auch nach Möglichkeit Autoren, die bisher noch nicht entdeckt worden sind. Als wir begonnen haben, war ganz besonders stiefmütterlich behandelt die Slowakei und die Ukraine. Aus der Slowakei haben wir inzwischen jetzt schon über 17 Autoren nach Wien gebracht, die also durch uns erstmals in Österreich vorgestellt worden sind. Bei der Ukraine haben wir auch die wichtigsten Autoren entweder selbst eingeladen oder wenn sie hier in Österreich waren, mit Unterstützung anderer Institutionen mit ihnen Lesungen gemacht. Und inzwischen sind eben Autoren wie Andruchowitsch, Serhij Zadan, Oksana Zabuschko, Timofey Havrilev, Halja Petrosjanjak ziemlich bekannt und das ist schon mal ein ziemlich guter Erfolg. Die Ukrainer sind aber unheimlich aktiv und es gibt jetzt schon wieder eine nachwachsende Generation, die wir jetzt eben eigentlich auch schon wieder vorstellen müssen. Das ist natürlich eine Frage des Budgets und wir werden zum großen Teil vom Bundeskanzleramt unterstützt und seit 7 Jahren ist die Unterstützung konstant geblieben. Da kann man sich vorstellen, dass man also immer weniger damit machen kann. Und das ist natürlich auch wichtig und eine Hoffnung, dass es vielleicht in Zukunft etwas besser werden wird mit der Unterstützung für die Literatur. Wichtig ist auch bei den Übersetzungen, dass die Übersetzungen nicht nur Übersetzungen sind, die jetzt aus Norddeutschland kommen, sondern dass auch Übersetzungen sind, die das österreichische Deutsch vermitteln. Und da gibt es eben auch recht wenige Autoren. Das sieht man gerade bei russischer Literatur, polnischer Literatur weniger, weil dort Martin Pollack ganz aktiv ist. Und bei der tschechischen sieht man es aber auch stark. Und das wäre wünschenswert, dass man hier eben viel mehr Übersetzungen, eben die Österreicher gemacht haben, auch dabei hat. Jetzt haben wir im Jänner das erste Mal ein Festival gemacht im Theaterbrett. Und da haben wir über 18 Autoren eingeladen. Und das war kurz nach Weihnachten und das war eigentlich ein ziemlich gutes Publikumsinteresse, also ungefähr 60, die dort an den, also nicht an den 2 Tagen, sondern also an jedem Tag dabei waren. Und wir haben ganz bewusst die tschechischen Texte in derselben Länge vorgetragen wie auch die deutsche Übersetzung, weil das etwas ist, eine Tendenz in Wien, dass man immer mehr nur noch Übersetzung vorliest und nicht mehr die Originalsprache zu Wort kommen lässt. Ja, also es ist, ja, was jetzt Margareten betrifft, wir haben über 4 Jahre Literatur im Stadtbezirk gemacht und haben eine ganze Reihe von guten Autoren entdeckt. Im Moment ist das eigentlich abgeschlossen, obwohl es weiterhin neue Autoren zu entdecken geben würde und außerdem auch von den Autoren, die wir vorgestellt haben, also einige jetzt viel bekannter sind, als sie vor 2, 3 Jahren waren. Und das wäre natürlich auch interessant, eben jetzt die inzwischen berühmter werdenden Autoren vorzustellen. Was jetzt die Annahme betrifft, wir haben eigentlich schon ständig Besuch auch in dem Leseraum. Aber was eigentlich die Absicht war, dass jetzt sich die österreichischen Journalisten regelmäßig bei uns informieren
weil es da ein ganz starkes Defizit gibt, was eigentlich aus der österreichischen Schul- und Allgemeinbildung stammt. Dass sie diese Lücke in irgendeiner Weise aufholen, das wird nicht gemacht, sondern im Gegenteil, wenn wir für unsere Fernsehsendung jemanden suchen, der jetzt ein Interview machen könnte mit der Intendantin vom Slowakischen Nationaltheater, dann gibt es in ganz Wien keinen einzigen Kulturjournalisten, der in der Lage ist, über slowakisches Sprechtheater in irgendwie geartetes Interview zu führen.